Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge eines metaphysischen Amüsgölln zum Vollmond im Wassermann, diesmal am 1. August. So, und dieses Video entsteht auch erst am 1. August, denn ich habe der Löwensaison ein bisschen, wie soll ich sagen, den Raum gegeben, den es geben sollte, ne? Denn wenn wir in der Löwensaison sind, dann gilt es ja immer, ein bisschen mehr Lebensfreude im Hier und Jetzt zu teilen und ein bisschen durchs Leben zu tanzen. Und ich habe das am Wochenende getan. Relativ viel, relativ ausgiebig. Und deshalb gibt es erst heute, passend zum Vollmond um 20:31 Uhr, mein metaphysisches Amüsgöl. Wenn wir an die Löwensaison denken, die ja schon im Juli begonnen hat, da geht es wirklich darum, was begehrt dein Herz? Und das ist nicht nur die Liebe zu einem Partner, sondern auch die Liebe zum Leben, also die Lebenslust. Und wie ich es immer sehr gerne sage, was lässt dein Yummy, dein einfach nach oben schnellen. Und der Löwe ist genau dafür bekannt, das Yummy in dir zu kitzeln und genau dem zu folgen, was dir Freude bereitet. So, und es geht darum, voller Energie zu sein, den Sommer zu genießen. Naja, heute bei dem Wetter ist natürlich nicht so schön. Ne? Wir haben ein bisschen viel Regen. Aber egal, davon lassen wir uns nicht abbringen. Aber eben auch zu erkennen, welche Qualitäten das Leben eben noch hat in diesem ganzen Hustle-Modus. Und ne, wenn wir im Business sind, sind wir ja auch sehr oft in Strukturen und auch in Normen und Anforderungen anderer Kreise oder sowas oder anderer Gesellschaften oder anderer Überzeugungen sind wir oftmals gefangen, und der Löwe oder die Löwensaison steht eigentlich dafür, so ein bisschen mehr wieder mit sich selbst und mit Freude und Humor und auch großem Denken einfach nach vorne zu gehen. So, es geht vor allem darum, was macht mir selber Freude, ne? Ihr seht, ich habe letztes Mal, habe ich in dem Video, glaube ich, auch erklärt, was diese Kette bedeutet. Das ist ja mein Aszendent Löwe, also ich bin so voll meiner Energie. Und man hat es auch am Wochenende gemerkt, für die, die mir folgen auf meinen Social Media Kanälen, da ist eine Menge los gewesen. So, und wenn wir eben diese ganzen anderen Videos, die ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn nicht, dann guckt sie euch gerne an, gesehen habt, dieses Jahr ist sehr herausfordernd, und wie nennen wir so, der Kosmos, der fordert uns dieses Jahr ganz schön auf, ganz viel für unsere Selbstbestimmung zu tun. Und die Löwensaison ist genau dafür da. Ja, was tut mir gut? Was ist für mich dienlich? Und das nicht aus dem Ego heraus, so ein stinkiges Ego, sondern wirklich in der Form, auch mal Nein zu sagen. So, und wenn wir dann sagen, wir haben jetzt den Vollmond in Wassermann, der quasi in einer sogenannten Achse zueinander steht, ne? Also der Wassermann ist jetzt quasi, der Mond ist im Wassermann und die Sonne ist im Löwen, und in der Astrologie nennt man das so schön immer die Kreativitätsachse. Wenn wir uns das eben anschauen, was will uns diese Vollmondenergie wieder sagen, müssen wir immer sagen, okay, Vollmond aus den vollen Schöpfen. Was ist in dem letzten halben Jahr, wo der Neumond in Wassermann war, eigentlich alles passiert? Was hatten wir damals für Intention gesetzt? Können wir jetzt diese Intention, die wir gesetzt haben, in Form von materiellen Dingen oder emotionalen Dingen oder in Form von mit sich selbst im Reinen sein, einfach erledigen? Wo haben wir vielleicht noch Baustellen? Wo können wir vielleicht noch mal reflektieren und hinschauen, und wo können wir neue Intentionen mit diesen für diese Themen und diese Ziele setzen, und wo können wir vielleicht auch mal ein bisschen rebellisch an uns selber denken? Denn das ist der Wassermann, dafür ist er bekannt, der Löwe für die Lebensfreude und die Herzensenergie, und der Wassermann so ein bisschen so eine Steve Jobs innovative rebellische Energie gegen die Konventionen, gegen die Normen. Und diese beiden Energien knallen nun heute Abend aufeinander, beziehungsweise es ist ja immer um den Vollmond herum. Das heißt, es ist vielleicht schon spürbar, und es wird die nächsten Tage auch noch spürbar sein, dass wir hier ganz schöne energetischen Overload haben, wie ich es heute Morgen schon in meinem Post gesagt habe. Denn der Löwe auf der einen Seite ruft eben auf,
sich mit seinem eigenen Feuer, mit seiner Leidenschaft in Verbindung zu bringen, durch die Nächte tanzen oder einfach der Freude folgen und im Hier und Jetzt sein. So, und dem Yami folgen. Und er brüllt dich quasi an, oder diese Energie brüllt einen quasi an, so nach dem Motto, trau dich endlich. So, und mit dem Wassermann als Rebell und diesem innovativen nach vorne Geher hast du jetzt auch nochmal den energetischen Schub, da zu sagen, ich gehe für mich los, auch gegen die Regeln von was auch immer. Und was eben bei so einer Konstellation immer noch wichtig ist zu betrachten, wie ist die grundsätzliche energetische Stimmung. Und da habe ich euch in den letzten Wochen und Monaten sicherlich schon das ein oder andere immer wieder gesagt, dass wir hier emotionales Chaos haben, wobei das sich ja bei dem letzten Neumond schon ein bisschen wieder etwas gesetzt hat. Aber der August wird es in sich haben, denn wir haben heute am 1.8. tatsächlich den ersten von zwei Vollmonden im August, was relativ selten ist. Denn am 16. August haben wir den Neumond nochmal in Löwen, und wir haben dann am 31.8. den nächsten Vollmond im August, allerdings im Zeichen Fische. Und jetzt zieht sich diese ganze Entwicklung der letzten Monate, die ich immer schon wieder gesagt habe, die kriegt so langsam den Höhepunkt. Ja? Wir haben hinzu zu diesem Vollmond im Wassermann jetzt den Uranus, der ja Herrscherplanet des Wassermanns ist. Und immer wenn das passiert, dann ist, also die haben im Quadrat zur Kreativitätsachse. Und dieses Spannungsfeld ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es sorgt, also ein Uranus, der Uranus ist ja immer so ein kleiner, ich nenne ihn immer mein Fuck you Planet oder so ein Rock'n'Roll, so ein Hotelzimmer-Zerstörer-Energie ist das irgendwie so. Leck mich, ich mache alles, was ich will. Das ist so ein Uranus. So ein Uranus-Energie ist immer so ein bisschen ein Kettensprenger. Und wenn dieses im Quadrat zu dieser Kreativitätsachse Löwe-Wassermann jetzt steht, kann man sagen, okay, wo sollen eigentlich jetzt Ketten gesprengt werden um dein Herz herum? Was kann jetzt in die pure Lebensfreude kommen? Und wo kannst du Entscheidungen für dich treffen, die dir dienlich sind, vielleicht ein bisschen rebellisch sind und nicht jeder in deinem Umfeld vielleicht auch verstehen kann, aber deiner Entwicklungsreise einfach dienlich ist? Denn, und deshalb der kosmische Overload, wir haben nicht nur den Uranus im Quadrat sitzen zum Kreativitätsachse, wir haben auch noch den Pluto, der strenge Vater, den haben wir noch im Quadrat zur Mondknotenachse. So, über die Mondknotenachse habe ich schon gesprochen. Die ist ja im Juli gewandert von Skorpion Stier zu Waage Widder. Und beim Widder im Moment, bei der kollektiven Mondknotenachse, geht es ja im Moment darum zu schauen, welche Beziehungen sind eigentlich noch dienlich für mich und meinen Entwicklungsweg. Der Mondknoten in deinem Horoskop zeichnet immer oder kennzeichnet quasi deine Entwicklungsphase in deinem Leben. Einige nennen sie auch die Karma-Achse. Wenn wir uns das im Kollektiv angucken und mit dieser kollektiven Energie, wo ich auch schon drüber gesprochen habe in einem anderen Video, dann sagen wir, wir müssen gucken, welche Beziehungen stehen jetzt auf dem Prüfstand. So, welche Beziehungen im Business, welche Beziehungen auch privat, familiär sind noch für dich? Also auch da wieder weniger aus dem Ego heraus, sondern eher aus dieser königlichen Haltung, dass ich mein Reich einfach um mich herum auch so konzipiere, dass es anderen zwar nicht wehtut, aber auch mir selbst nicht wehtut. Also ich muss immer gucken, wo kann ich auch auf mich selbst und auf meinen Selbstausdruck und auch auf meine Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Und welche Beziehungen unterlaufen das eigentlich? Also wo bist du vielleicht auch toxische Beziehungen eingegangen? Wo bist du vielleicht auch komische Verbindungen eingegangen, weil du glaubtest irgendwann mal, das ist dienlich für dich? Die kannst du jetzt mit dieser
Kollektiv Mondknotenachse nochmal die nächsten 1,5 Jahre auf den Prüfstand stellen. Und wenn wir jetzt um so einen extrem Supermond, ne, also wir haben ja auch noch am 1. August, also heute haben wir auch noch einen Supermond, wenn wir mit dieser Energie eben dann auch noch auf einen Spannungsaspekt kommen, wie der Pluto ist in der Mondknoten, also im Quadrat zur Mondknotenachse, dann gilt es wirklich darum, zu sagen, wo kann ich jetzt auch mal draufschauen? Ja, wir reflektieren ja mit diesen metaphysischen Amüsgel immer so ein bisschen unsere verschiedenen Lebensbereiche. Und wo sind vielleicht auch tatsächlich Beziehungen nicht mehr dienlich, die ich irgendwann mal eingegangen bin? Es kann dir jetzt im August passieren, dass dir, was dir immer lieb und teuer war, was du sehr werte- und moraltechnisch immer an oberste Stelle gestellt hast, dass du auf einmal so eine Energie oder so ein Gefühl hast von, okay, ist mir gar nicht mehr wichtig, weil das hilft mir gar nicht und es bringt mich nicht nach vorne. Denn was der Pluto auch will, ist loslassen. Der Uranus will sprengen, ne, als der will Ketten sprengen und mit dieser Wassermann und innovativen, rebellischen Energie immer ja, da, dich aus der Komfortzone bringen und so ein bisschen auch triezen und sagen, steh für dich ein, geh nach vorne, steh für dich, sag mal nein. Ne, jetzt kommt der Löwe dazu mit der Herzensenergie. So, und wenn wir dann den Pluto auch noch haben in so einem Spannungsaspekt, der als strenger Vater ja immer um die Ecke kommt, in der Mondknotenachse, dann können wir auch immer sagen, welche Beziehungen sind uns jetzt wirklich noch dienlich. Und ja, schau ruhig mal in deinem Geburtshoroskop, wo aktuell dein Pluto, wo sich dein Pluto befindet. Das kannst du relativ einfach auf astro.com kostenfrei, kannst du dir da ein Chart generieren. Das habe ich auch unter dem Video einmal verlinkt. Und da kannst du mal schauen, welches Haus betrifft sowohl dein Uranus als auch dein Pluto. Denn das ist immer ganz schön, wenn ich solche Videos mache und darüber spreche, spreche mal über Kollektivenergien. Und immer, wenn du ein bisschen tiefer für dich nochmal reflektieren willst, kannst du mal schauen in deinem Geburtshoroskop, wo sitzen gerade deine Transite und wo sitzt es auch in deinem Geburtshoroskop, dass du so ein bisschen mehr Gefühl kriegst, welchen Lebensbereich betrifft es. Das heißt, wir haben wirklich jetzt heute mit diesem Vollmond, mit diesem Supervollmond, ein Anknüpfen an dieses emotionale Achterbahnfahren, was wir eigentlich schon das ganze Jahr haben. Denn dieses Jahr steht wirklich für diese Marsenergie. Wofür will ich losgehen? Wofür will ich auch stark sein? Wofür will ich, also ich stehe vorne, me, myself and I, und wofür gehe ich auch kriegerisch quasi für mich los. Jeder Mond oder jeder Vollmond und jeder Neumond beleuchtet immer ein bisschen andere Aspekte und weckt in uns auch andere Emotionen. Und es kann sein, dass du den August auf der einen Seite ein bisschen sehr herausfordernd und chaotisch wahrnimmst. Es kann aber auch sein, dass dich total beflügelt, ne? Weil der Löwe steht ja nun mal für eine Herzensenergie und es kann durchaus sein, dass wir auch in Sachen Liebe Überraschungen erleben. Es kann sein, dass bestehende Beziehungen mit dem Blick darauf auf einmal wirklich abgeschlossen werden oder es sich nicht mehr gut anfühlt und man dann sagt, okay, jetzt muss man hier irgendwie eine Entscheidung treffen. Es kann sein, dass Singles jetzt aus dem Nichts heraus im August auf einmal Mr. oder Mrs. Right vor sich stehen haben und sagen, wow, wo bist du eigentlich die ganze Zeit geblieben? Es kann sein, dass alte Affären auf einmal aufs Tableau kommen, weil dort alte Wunden endlich abheilen können. Vielleicht, weil man sich immer noch Gedanken gemacht hat, warum ist das auseinandergegangen? Was war damals das Problem? Und weil so eine Person wieder aufs Tableau kommt, kann man das für sich endgültig abschließen oder neuem Lebensatem geben. Also es kann durchaus sein, dass es ein sehr affärenreicher Monat wird. Das ist eben dieser ganzen kosmischen Energie geschuldet, in Anführungsstrichen. Und es ist einfach ein wahnsinnig geladener Monat, denn
was ich eben am Anfang schon sagte, wir haben dann den Neumond in Löwe und am Ende des, direkt am letzten Tag auch noch wieder einen Vollmond in Fische. Fische ja immer sehr emotional. Da wird es wirklich, diesen Monat wird es wirklich rund gehen. Es werden entscheidende Dinge durchaus entschieden werden. Und vielleicht erlebst du auch so eine Aufbruchsstimmung von jetzt erst recht und Fokus an auf das, wo mein Yummy so richtig brennt. Ich habe dir unter dieses Video auch ein paar mögliche Reflexionsfragen geschrieben, wo du die Möglichkeit hast, nochmal gerade was das Me, Myself and I-Thema angeht, nochmal in die Reflexion zu gehen. Immer diese Videos, die ich mache, gelten immer rund um den jeweiligen Neu- oder Vollmond. Das heißt, du musst nicht heute, wenn du das Video erst später siehst, du musst das nicht heute machen, aber du kannst durchaus davon ausgehen, dass du diese Energien auch im Nachgang, wenn du mal dran drüber nachdenkst, die ich jetzt genannt habe, durchaus wahrnimmst. Und vielleicht gibt es dir eine Möglichkeit, deine Emotionen ein bisschen besser zu verstehen. Mir hat die Astrologie dabei geholfen, mein, ich nenne es mal Seelenleben, ein bisschen Struktur zu geben. Und ich nutze sie mittlerweile auch in meinem Business, nicht nur für mich selbst, das habe ich jahrelang getan. Mittlerweile tue ich es, nutze ich es auch für meine Kunden, wenn sie denn wollen. Ne? Also ich mache auch ganz irdische Dinge und nicht nur Wusa, Walla, Walla. Aber diese Walla-Walla-Welt, gerade die Astrologie und das Human Design und die Gene Keys helfen mir so, das emotionale Wirrwarr, was wir vielleicht manchmal auch nicht erklärt bekommen haben, wieder ein bisschen in eine Struktur zu kippen und der Logik wieder ein bisschen Futter zu geben. Ja? Wir wollen ja immer ein beruhigtes Nervensystem, wenn wir Entscheidungen treffen, gerade im Business. Und wenn ich meinem Kopf Erklärungen gebe und sei es über diese Astrologie, über die Methode der Gene Keys oder auch des Human Design, kann ich eins sagen, der Stress, das Stresslevel geht auf jeden Fall runter, denn ich verstehe auf einmal, warum Dinge, die für mich so aus dem Nichts kamen, vielleicht doch gar nicht so aus dem Nichts kommen. Also, wir haben einen wirklichen kosmischen Overload. Ne? Also die Kreativitätsachse steht in Spannung mit dem Uranus. Ne? Ketten sprengen und dein Herz, darum geht's. Dann rebellisch auch mal Nein sagen für dich. Und Beziehungen durchaus auf den Prüfstand stellen. Denn der Pluto in Quadrat zur Mondknotenachse fordert dich massiv wirklich auf, zu sagen, welche Beziehungen dienen dir noch und welche nicht. Und schau einfach in deinem Geburtshoroskop nach, was das für dich genau bedeutet. Wenn du gerne eine sehr detaillierte Auswertung für dich haben willst, du kannst dir natürlich das kostenfreie Chart bei astro.com holen oder du buchst dir ein Astro Speed Date, dann kann ich dir dein Geburtshoroskop einmal kurz erläutern, was eben die jeweiligen Häuser auch für dich bedeuten. Und ja, es geht einfach um, hör auf dein Herz, tu etwas für dich und sei auch ein bisschen mutig für dich. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Supervollmond in Wassermann um 20:32 Uhr und nächstes Mal mit ein bisschen weniger belegter Stimme. Dann, naja, meinem Löwen habe ich einfach sehr viel Raum gegeben am Wochenende. Ja, wenn du Fragen hast, kannst du gerne auch mir eine Nachricht zukommen lassen und du findest alle meine Kontaktmöglichkeiten auch unter diesem Video. Und wie gesagt, das Astro Speed Date kannst du dir auch gerne direkt buchen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall zum Neumond im Löwen, weil das direkt anpasst oder dran geht an die Energie, die jetzt in dem Wassermann-Vollmond ist und wird sich quasi dann ausschleichen in Fische-Vollmond. So. Und damit ich es natürlich nicht vergesse, ne, denk dran, der Uranus steht im Quadrat zur Venus. Ne? Also die Venus ist rückläufig und wir werden Mitte des Monats ungefähr, also ein paar Tage nach dem Neumond, werden wir auch den Merkur rückläufig haben. Der wird dann bis Mitte September rückläufig in der Jungfrau sein.
Und auch unser Uranus wird Ende August rückläufig. Da werde ich auch in dem anderen Video, also in dem Vollmond-Video, dann Ende des Monats darauf eingehen. Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Venus rückläufig, Merkur rückläufig, ne? Merkur, unser Kommunikationsplanet, und dann auch noch in der Venus, in der Jungfrau. Und anschließend der Uranus, der Fuck you Planet, der Rebell, geht rückläufig ab Ende August. So schließt sich nachher auch der Kreis dieser Energien. Also, wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Und ansonsten wünsche ich dir nun einen super Vollmond, und bis zum nächsten Mal beim metaphysischen Amüs Göll. Mein Name ist Janine Diekmann und viel Lebensfreude und hör auf dein Herz. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.